Nee, Mann, aber diese Marokkaner, echt, ey. Das ist Horror, was da passiert ist. Echt, wirklich. Mich möchte das nicht schönreden oder sowas, ne? Und es waren leider auch Marokkaner, aber es sind nicht die Marokkaner, die hier sind. Die Marokkaner, die hier sind, sind cool. Auf jeden Fall. Die Marokkaner, ja, ist so. Coole Marokkaner. Das sind Idioten. Die sind auch, die haben sich als Flüchtlinge getarnt und sind dann nach Deutschland gekommen. Der Weg war von Marokko nach Türkei, von Türkei nach Griechenland, in Griechenland gefälschte syrische Pässe und dann nach Deutschland rein. Ihr müsst die Pässe besser kontrollieren. Kontrolliert den syrischen Pass. Das Original brennt nicht. So erkennt ihr das. Einfach mal Flamme dran halten. Echt, wenn Bomben hochgehen, was bleibt immer übrig? Der syrische Pass. Kontrollieren. Besser kontrollieren. Ja, dumme Kriminelle. Marokkaner sind generell echt schlechte Verbrecher. Wirklich, sehr schlechte Verbrecher. Deswegen gibt es auch keine marokkanische Mafia. Na, was für marokkanische Mafia? Aber wir sind Mafia. Komm, mach mit uns, wir machen einen Kreis jetzt. Marokkaner nicht so gute Kriminelle. So. Echt. Aber viele sagen ja, Polen sind gute Diebe zum Beispiel. Polen auch nicht gut. Ganz schlechte Diebe. Wenn Polen gute Diebe wären, wüsste keiner, dass sie klauen. Jeder weiß, dass ihr klaut. Ihr werdet zu oft erwischt. Auch nicht so gute Verbrecher. Albaner sind gute Verbrecher. Albaner, the shit. Albaner, du merkst gar nicht, dass sie kriminell sind. Du kriegst gar nicht mit. Marokkaner versucht immer zu verstecken und alles mögliche. Albaner, gar nicht. Albaner sind dreist. Der kommt aus dem Geschäft raus, Mikrowelle auf seinen Kopf. Was? Was ist mein Mikrowella? Ich habe abgeholt. Was ist mein Mikrowella? Du merkst gar nichts. Marokkaner sind aber eigentlich dumme Verbrecher. Ich habe das gemerkt, ich bin letztes Jahr viel in JVAs aufgetreten, in Knästen. Und es waren immer so zwei, drei kleinkriminelle Marokkaner dazwischen. So. Ich habe mich immer kaputt gelacht, warum die im Knast gelandet sind. Es war wirklich immer witzig. Von einem habe ich euch die Geschichte mitgebracht, das ist nur witzig, weil es wahr ist. Echt, er wurde erwischt, also er saß im Knast wegen 7 Gramm Haschisch. Eigentlich nichts Großartiges, jeder Marokkaner hat 7 Gramm Haschisch in der Tasche. Aber bei ihm war die Gerichtsverhandlung das Spezielle. Die Gerichtsverhandlung war so witzig, er wurde vorgeladen vor Gerichten. Die Richterin liest vor, was er gemacht hat. Sie so, ja, Herr L. McNofi, bei der Personenkontrolle wurden bei Ihnen 7 Gramm Haschisch festgestellt. Was haben Sie dazu zu sagen? Voila, Richter, 7? 7? Das war so ein kleiner Icker. So, guck mal, das ist vielleicht 1 Gramm. Guck, Richter, sag voila. Sag Wallah, wenn ich glauben soll. Die Richterin so, ja, Herr El Maknouf, hier steht etwas von 7 Gramm. Und das muss ich jetzt für voll nehmen, hier steht 7 Gramm. Er rastet aus, steht auf. Der so, Richter, guck mal, das ist 5. Wie kann das gehen?